das Mikrofon an Natalia Bulgakova aus Russland. Viel Spaß heute! Vielen Dank, Nadezhda. Das ist für mich eine große Ehre, liebe Kolleginnen, dass Sie mich zuhören gekommen sind. Ich präsentiere heute für Sie ein Online-Portal für Sprachkurse für Fremdsprachen lernen. Das Portal heißt linguamaster.org und meine Präsentation ist diesem Portal heute voll gewidmet. Und zum Anschluss machen wir auch eine kleine Demo auf dem Portal für Sie, wie man beginnt. Also ein paar Worte über das Portal im Allgemeinen. Es sieht so aus, unsere Hauptseite, wo Sie zum die Kurse gleich bekommen, und diese Kurse hier stehen empfohlene Kurse vor allem. Darüber spreche ich im Weiteren. Also ein paar Worte zu meiner Person und zum Projekt. Begann ist das Projekt 2014, also es dauerte ziemlich lange, fast 2,5 Jahre, bis wir zum Projekt Schluss gekommen sind, weil unser IT-Team sehr jung sind. Studenten und junge Fachleute, also das war für sie eine große Herausforderung, so ein Portal zu entwickeln und zu kreieren. Ich als Expertin habe über die Idee lange nachgedacht und alles gesammelt, was ich als Pädagogin und als Deutschlehrerin eigentlich gebrauchen wollte zum Jahr 2004. Danach sind natürlich einige Änderungen aufgetaucht und das Portal wurde ziemlich moderner mit der Zeit. In der IT-Branche arbeite ich fast 10 Jahre und deswegen war für uns sehr wichtig, diese Möglichkeit online zu unterrichten und zu lernen. Also 2015 begann auf dem Portal sogar ein Wettbewerb und wir haben Minikurse in Englisch, Deutsch und Französisch als erste Content-Kurse auf dem Portal bekommen. Es gab 3 super Preise und die Lehrerinnen aus Russland vor allem haben das kreiert. Sie können diese Kurse auch als empfohlene Kurse finden. So, empfohlene Kurse im großen Maß sind 2016, also voriges Jahr, auf dem Portal erschienen. Das sind wirklich große Kurse in Englisch, Deutsch und Französisch in 5 Kompetenzstufen nach dem Referenzrahmen von A1 bis C1. Ja, Sie können hier auf dem Portal bereits Englisch, Deutsch und Französisch lernen und unterrichten mit Hilfe von diesen bereits existierenden Kursen. Und in diesem Jahr sind 2 neue Übungstypen auf dem Portal erschienen. Das ist phonetisches Training. Darüber spreche ich im Weiteren. Und die Funktion Sprechen ist auch sehr wichtig. Ich möchte gerade jetzt sagen, dass der Vorteil ist asynchronische Kommunikation und asynchronische Lehrerkontrolle. So. Einige Statistiken über heute auf dem Portal. Etwas über 300 Kurse, große und kleine. Kursautoren gibt es auch schon ein paar hundert und einige tausende, ein paar tausende Sprachlernende und 8 Sprachen oder sogar über 8 Sprachen.
Eigentlich kann man jede Sprache auf dem Portal unterrichten und einen Kurs in jeder Sprache erstellen. Es hängt nur von der Tastatur Ihrer Windows. Wenn Sie dann die Sprache der Tastatur bestimmen, dann können Sie bereits auf dem Portal arbeiten. So, die Kurse sind unterteilt in verschiedene Kategorien. Hier sehen Sie nach Sprachen und nach Sprachniveaus. Da kann man sich besser orientieren. Und ich soll ja ein bisschen nach rechts, ja, meine Präsentation zeigen. Mit dem Lob zu uns selbst, ja, die Perlen unseres Portals sind wirklich Perlen, weil das die besten interaktive Übungen, die im Netz existieren, für das Portal haben wir gewählt. Die fünf besten, die effektivsten, die effizientesten und auch Möglichkeiten, Text, Audio und Video in diese Übungen integrieren und somit mit der Sprache arbeiten. Ja, deswegen nennen wir diese Übungen Perlen. So. Ich möchte Ihnen auf Beispiel, als Beispiel den Kurs Konzepte B1 präsentieren. Hier sehen Sie einen aktiven Link. Mit dem Klicken auf diesen Link gelangen Sie sofort auf unser Portal zum Kurs. Ja, ja. Und wir gehen dann ein bisschen in den Kurs hinein. So, hier ein bisschen nach links. Jeder Kurs ist eigentlich aus Seiten. Und auf jeder Seite platziert dann der Autor bestimmte Inhalte. Das sind Übungen oder Text und Multimedia, wie hier auf dieser Seite in der Präsentation. Oder ist das eine schriftliche Aufgabe oder ist es Sprechen, eine Aufgabe zum mündlichen Ausdruck oder ist es Test? Oder alles zusammen. Ja? Das hängt nur von Ihrem Lernplan, von Ihrem methodischen Ziel. Und das geht einfach mit dem Plus-Menü in jedem Kurs. So, auf dieser Seite möchte ich Ihnen Aufgabe Sprechen zum Anschau präsentieren. Es sieht einfach aus und mit dem Sprechen. So. Entschuldigung. So, mit dem Sprechen kann der Lehrer seine Aufgabe formulieren und dann die Antwort in eine bestimmte Zeitperiode von allen Lernern bekommen. Das passiert alles auf dem Portal. Man braucht kein anderes Programm und man braucht auch nirgendwo hinzugehen. Einfach Mikrofon anzuschließen und somit geht es. Man kann auch die Antworten korrigieren und erneut antworten. Jede Seite Ihres Kurses wird erstellt sehr einfach. Wie Sie hier links sehen, jede Seite ist eine Lektion und eine Seite erstellen ist einfach ein Plus. Zu klicken, zu drücken, zu klicken. So, ich möchte eine Übung präsentieren, die zu diesen fünf Perlen gehört. Ist natürlich Ihnen sehr bekannt. Multiple Choice wird auf dem Portal sehr einfach erstellt. Und man kann diese Übung für unterschiedliche methodische Ziele gebrauchen. Wichtig ist, dass man auch hier nicht nur den Text, sondern auch Bild und Video gebrauchen kann. Wie praktisch in jeder Übung. Zuordnung
ist auch eine bekannte Übung. Und hier kann man natürlich auch Video, Audio und Bild gebrauchen, nicht nur Text und wie hier im Beispiel. Es kann unterschiedlich sein. So, die Übung richtige Reihenfolge trainiert vor allem Wortfolge im Satz, wie Sie sehen links und auch rechts. Ist auch eine Variante, richtige Reihenfolge. Die verwendet man nach dem Lesen oder nach dem Video oder nach dem Hören, um zu verstehen, ob es richtig verstanden wurde oder nicht. Da kann man Textblöcke dann platzieren, wie es verstanden war. So, weiter kommt der klassische Lückentext. Auf dem Portal gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten, die Lücken zu füllen, entweder selbst einzutippen oder zu wählen. Ja, und das geht ganz einfach in Erstellung eigentlich. So. Das Kreuzworträtsel ist sehr populär bei Schülern, bei einigen Erwachsenen sogar. Und man kann auf dem Portal natürlich auch unsere Kreuzworträtsel erstellen, zur Grammatik oder zur Lexik, auch mit Bild. Und die Form dieser Figur, ja, können Sie jederzeit ändern, wenn Sie das nicht so interessant finden, können Sie dann im Erstellungsprozess alles ändern. Weiter haben wir die Übung schriftlicher Ausdruck. Funktioniert gerade so wie das Sprechen, über die ich bereits erzählt habe. Sie formulieren eine Aufgabe, zum Beispiel wie hier Fragen und die Lerner schreiben dann ihre Antworten. Sie bekommen eine Übersicht und können diese Antworten korrigieren oder erneut eine Antwort anfordern, solange wie sie dann wollen. Nun zum Thema phonetisches Training. Ja. Also das ist ein Sprichwort auf Russisch. Auf Deutsch ist nicht so wahrscheinlich reimisch. Braver Wider geht nicht ohne Verletzung. So. Aber wichtig ist, dass bei diesem phonetischen Training der Lerner, der Kursteilnehmer visuell dann seine Richtigkeit zum Anschau bekommt und kann dann selbst kontrollieren, ob es alles richtig ausgesprochen wurde oder nicht. So, jetzt zum Test. Also einen Test natürlich braucht man im Lernprozess und auf unserem Portal ist es ein Test zu erstellen. Nicht einfach, sondern sehr einfach. Das ist wirklich der Fakt, weil der Test aus bereits existierenden Übungen besteht und Sie sollen nur die Übungen wählen und von rechts nach links in das in das Testfeld platzieren und so ist der Test bereits fertig. So. Was für den Lehrer wichtig ist natürlich Verwaltung der Lerngruppen. Das ist alles auf dem Portal vorgesehen. Sie bekommen dann die Möglichkeiten, einen Lehrplan hier zu schreiben und Ihre Kursteilnehmer zum Anschau zu bekommen und natürlich Ihre Erfolge. Die Statistik. So. Das ist sehr wichtig für Online-Lernprozess. Hier bekommen wir eine totale Statistik über alles, über jeden Kursteilnehmer und seine Lernprozesse,
wie er jede Übung gemacht hat, wann das beste Resultat war und so weiter. Zu jeder Übung bekommen Sie auch Informationen und zu jedem Test. So, das geht alles automatisch und man braucht nur zu gucken, so periodisch diese Statistik zu gucken, um sich zu informieren. Also noch einmal ein Angebot für Lehrer, habe ich hier zusammengefasst. Die Lehrer verstehen sich auf dem Portal als solche Personen, die selbst keinen Kurs erstellen wollen. Sie wollen nur die Kurse verwenden in ihrem Lernprozess, die bereits existieren. Das ist auch möglich bei uns und die Lehrer können ihre Lerngruppen selbst bilden, erstellen, Lernpläne erarbeiten, Statistik bekommen. Ja, nun und ausgewählte Materialien können sie auch veröffentlichen, weil für jeden Kurs und für jede Gruppe auch eine so Wand Zeitung existiert und so weiter. Also Kommunikation können Sie mit der Gruppe aufnehmen oder mit einer Person in einem Chat. Also das geht alles. Für Kursautoren, die dann selbst einen Kurs erstellen wollen, das ist möglich in jeder Fachbereich, in jeder Fremdsprache. Und was besonders wichtig ist, mit allen Medien, also mit Text, Videos und Audios. Das finde ich persönlich sehr wichtig. Sie können Ihre Online-Kurse kostenpflichtig machen. Und nur dann, nur für die Personen öffnen, die bezahlt haben. Das funktioniert mit dem direkten Link, den Sie dann an Personen zuschicken. Was ist auch noch wichtig, Sie können Ihre erstellten Kurse bereits als Werbung für Ihre Möglichkeiten gebrauchen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Lektion nur für alle öffnen, damit alle verstehen, wie Sie mit dem Material umgehen können. Und das alles noch einmal zusammen. Und hier, das ist die letzte Seite der Präsentation, aber nicht das Ende meiner Präsentation als solche. Das sind meine Kontakte. So, Sie können jederzeit mich dann anschreiben, wenn Sie auf dem Portal zu arbeiten beginnen. Nun gehen wir dann auf das Portal direkt und ich möchte für Sie eine Demo machen, wie man eigentlich den Kurs aber erstellt. Ja? Ja. Ja, also Natalia, zuerst vielleicht, ja. Du suchst jetzt deine Seite aus, Freigabe 313, und ich möchte meine Kolleginnen fragen, ja. Das war wahrscheinlich zu schnell, aber ich denke, wir sind erfahrene Kolleginnen und wir haben verstanden, worum es geht. Haben Sie Fragen oder habt ihr Fragen, liebe Kolleginnen? Jetzt werden wir das sehen, was auf der Seite passiert. Und inzwischen, Natalia, stell dir vor, als du erzählt hast, weil ich das zum zweiten Mal gehört habe, habe ich meine Seite erstellt. Ja, ich habe meinen Kurs erstellt, Deutsch für dich, aber ich habe noch nicht veröffentlicht, natürlich, weil ich muss das jetzt die Übungen, wie du jetzt zeigst und wie man die Übungen macht, werde ich parallel machen und vielleicht dann zeige ich. Gut, Johanna fragt, kann man auch hier als Datei in deinem Kurs PowerPoint-Präsentation hochladen in dem Kurs?
Also das ist im Ah, im Prozess Prozess. noch. Ja, die Idee, ja, jetzt praktisch noch nicht, aber bald, so gesagt. Alles Ja? klar. Weil die Präsentationen hochladen, gibt es überall eigentlich. Ja? Und das Ziel auf dem Portal war, dass man interaktiv arbeitet. Was ist interaktiv, zeige ich Ihnen Ja. jetzt. Ja, das heißt, dass Sie etwas machen, ja, mit der Maus oder mit der Tastatur. Also, wir gehen jetzt in mein Profil. Wenn Sie sich dann registrieren, sich anmelden auf dem Portal, dann bekommen Sie Profileinstellungen. Und Sie können hier alles ausfüllen, ja, nicht so viel eigentlich. Und danach bekommen Sie diese Leiste mit allen Sachen und dort gibt es meine Kurse. Ja? Ich habe bereits einige Kurse, Kurs für Autoren zum Beispiel oder IT-Deutsch und so. Und hier haben wir auch einen Kurs erstellen. Ja, sehen Sie hier einen kleinen Plus? Ja, der Plus soll größer sein. Es wird größer sein, ja, mit der Zeit. Aber Sie klicken einfach und bekommen zum Anschau diese Felder. Somit wird ein neuer Kurs erstellt. Ja, Registrierungstyp, das sind drei Typen. Wie gesagt, geöffnet für alle, der Zugang ist frei für alle offen. Auf Anfrage entsprechend nur der Lehrer wählt, der Autor wählt, wenn er zum Kurs einladen möchte. Und privat ist absolut geschlossen für alle, außer den Personen mit dem Link. Ja, also wenn Sie dann den Link zuschicken, so verstehe ich nach der Bezahlung, so können diese Personen dann zum Kurs gelangen. Also Kurstitel, nun Lieder im Unterricht ist ein beliebiges, Entschuldigung, ist ein beliebiges Thema und wir haben auf dem Portal bereits einen Minikurs zu diesem Thema, sehr schön eigentlich, ja, sehr sympathisch. Kurze Kursbeschreibung soll sein, kurze, aber so mit Würze oder so, wahrscheinlich. Wichtig ist, dass man nicht die Lerner vergisst. Kurze Kursbeschreibung bekommt jeder Schüler, jeder Benutzer des Portals zum Anschau bereits in der Liste und deswegen ist es auch wichtig, was Sie hier formulieren. Datei wählen, das ist ein Bild. Ich habe ein Bild mehr orientalisch gewählt, um eine Werbung hier zu machen auf diesem Platz, weil auf unserem Portal die nächste Wettbewerbssaison startet und da sind alle sogenannten orientalischen Sprachen und wir laden dann Kollegen mit Arabisch oder Türkisch oder Japanisch oder Koreanisch auf das Portal zu uns, zu unserem Wettbewerb. Als Preis bekommt man dann eine personelle Landingpage, das ist also eine spezielle Seite für persönliche Werbung. Die detaillierte Kursbeschreibung besteht aus einem Text, ja, soll es sein, wirklich. Hier können Sie alles schreiben, was Sie für wichtig halten. Kategorien der Kurse wählen, soll man Sprachkurse und der Zauber Plus dann wählen, Sprachkurse nun zum Beispiel Russisch oder so. Und
Sprachniveau kann man auch wählen mit dem Häkchen. Und danach, hier ist auch ein Häkchen, kopieren auf der Kursseite erlauben. Wenn Sie das möchten, können Sie hier das machen. Ja? Das geht dann kopieren mit der Maus. Und dann speichern. So, jetzt dauert eine Weile und zum Schluss der Kurs, ja, hier wurde erstellt. Also natürlich ist es nicht der Kurs selbst. Aber das ist der Anfang, ja? Dieser Kurs hat noch keine Lektionen und diese Lektionen ist dann die nächste Phase. Sie gehen dann weiter in den Kurs und machen die Kursseiten, ja? Wir können dann wahrscheinlich weiter, haben wir noch Zeit, ja, Nadezhda? Ich glaube schon. Ja, wir haben Zeit. Haben wir Zeit. Ja, dann machen wir Seiten für unsere Lektionen. Das ist hier auch ein Plus, sehen wir eine Seite erstellen. So. Jede Seite soll auch einen Namen, einen Titel haben. Bitte das auch nicht vergessen. Lektion 1. Layout der Seite können Sie jederzeit ändern. Nun wählen wir zum Beispiel solche. Ja, ich mag einfach zweiteilig. Sichtbar für Gäste natürlich noch nicht, besonders wenn es noch in Bearbeitung ist. Und Kommentare zeigen muss nicht unbedingt sein. Eine Seite erstellen. So, jetzt haben wir die erste Seite. Bei uns heißt es jetzt Lektion 1. Hier platzieren wir alle Materialien, die wir wollen. Nun zum Beispiel mit dem Zauberplus. Ja, das geht, wie Sie bereits gesehen haben. Content der aktuellen Seite können Sie wählen. Ja. Nun zum Beispiel wollen wir zuerst Theorie irgendwie dann unseren Lerner präsentieren und das heißt auf dem Portal Web Content. Sieht so aus, wie Sie sehen, wie ein einfacher Wortprogramm, Textprogramm, soll natürlich auch einen Titel haben, das ist sehr wichtig. Ja, ohne Titel geht es überhaupt nicht. Und hier haben wir einen Unterschied zum einfachen Wortredaktor. Das ist diese Leiste, ja, das ist Bild. Ja, können Sie wählen mit der URL oder dann einfach ein Bild hochladen. Dann haben wir Audio auch. Hochladen können Sie auf das Portal und Video. Entweder ist es YouTube-Video, dann mit dem Link. So, oder hochladen ein Video ist auch möglich. Ja? Also, ich möchte dann die Zeit nicht so lange hier vergolden, so gesagt, theoretisch. Aber das geht wirklich schnell. Publizieren oder zuerst zum Vorschau bekommen können Sie jederzeit. So, und hier ist unser Webcontent ohne Bild. Trotzdem kann ich Ihnen zeigen, wie es mit dem Bild aussieht in meinem Kurs für Autoren. Ja? Ich habe hier einen speziellen Trainingskurs für Autoren und hier sind die Seiten so gesagt zum Anschau als Beispiel. Ja? So, Text, Link, Bild, Audio-File, Datei, ja, Audio-Datei, Video-Datei, ja, ist alles inklusive in diesem Web-Content. Ja, Sie können das jederzeit machen. Jetzt,
gehen wir weiter hier in diesem Kurs zum Übungsblock. Ja? Lückentext, Zuordnung und Multiple Choice. Hier haben Sie diese Übungen zum Anschau und Sie können hier auch sehen, wie man das macht. Das ist auch sehr einfach. Das ist der Text. Das Textprogramm soll auch einen Titel haben. Hier formulieren Sie die Aufgabe. Sie können auch hier alle Multimedia-Dateien einplatzieren, mit reinplatzieren und danach geht der Lückentext selbst. Also, das ist sehr einfach mit dem gelben Knopf. Der Lückentext. So, Lückentext ist ein Text. So, ist ein Text. Machen wir hier eine Lücke. So. Mit dem Zauberknopf. Also, Sie können hier wählen, entweder Varianten der Lösung anbieten und dann sollen wir zwei Varianten oder drei geben. Dann kann man wählen. Text. Oder zum Beispiel ist eine Idee. So, etwas soll richtig sein, zum Beispiel hier. Und Sie sehen hier eine Möglichkeit für Lerner, ja, zum Wählen. Oder man kann ohne diese Option weitergehen, damit man selbst etwas eintippt. Das ist natürlich schwieriger, aber das kann auch passieren. So. Und jetzt, wenn wir das publizieren, bekommen Sie hier, ja, diese Variante und Sie sehen gleich, wie die Lerner das sehen. Hier kann man also wählen und hier soll man schreiben. So. Ja. Ist leider nicht ganz fertig, weil die Übung noch andere Lücken hat, deswegen ist mein Resultat nicht so, ja, ausgezeichnet. Unter Durchgangspunkt, diese Parameter sind vorangestellt, Sie können diese Parameter auch ändern, ja, wenn Sie wollen. Durchgangspunkte und so. Zuordnung geht auch sehr einfach. Auch ein Textprogramm haben wir mit inklusive Multimedia-Dateien. Und Zuordnungselemente schreiben wir hier. Schreiben oder platzieren. Ja, wie gesagt, ist es sehr wichtig. Und das ist ein großer Vorteil, finde ich persönlich, dass hier man alle Kanäle dann ansprechen kann, vor allem visuelle und Hörverstehen und Video und Bild. Ja? Nun zum Beispiel platzieren wir hier ein Bild. Ja, das geht dann entweder mit dem URL, wie gesagt, oder mit dem Hochladen des Bildes. Ja? Die Texte schreiben wir hier. Zum Beispiel schreiben ist, ja, und hier bekommen wir die Antwort zu ziehende Elemente ist eine File. Also das ist eine Improvisation, also dann bitte ich um Entschuldigung, wenn etwas meine Texte nicht so ganz interessant sind. Also schreiben ist eine Langeweile und das geht so. Ja? Fertig. Nun. Ist meine Antwort richtig oder nicht, kann man prüfen mit Details.
Und Sie sehen hier, also grün, das heißt, meine Antwort ist richtig. Aber die Übung ist nicht gelöst, weil noch andere Aufgaben hier sind. Multiple Choice, nun geht es auch ziemlich schnell auf dem Portal. Da haben Sie auch das Feld für die Aufgabeformulierung und dann die Fragen. In diesem Feld soll man dann eine Frage oder einen Anfang der Phrase schreiben zum Beispiel. Und hier kommen dann die Antworten oder die Fortsetzungen und so weiter. Es kommt darauf an, was Sie trainieren möchten. Ja? Also dann sparen wir die Zeit. Ich glaube, diese Übung ist sehr bekannt. Und gehen wir dann auf die nächste Seite meines Minikurses. Die heißt Lektion 3. Übung richtige Reihenfolge. Die finde ich auch sehr wichtig, ja? Besonders für Deutsch. Ja? Platzieren Sie Elemente in richtiger Reihenfolge. Und das Komma hier ist so ein Hilfselement für Lerner. Das steht fest und hilft bei der Orientierung in diesen Teilen. Ja? Wir können zum Beispiel eine Phrase dann, hier geht eine Aufgabe, ja. Wir wählen Satzteile, also jedes Element geht in dieses Feld, in eigenes Feld. Und mit dem Knopf können Sie das also dann fest platzieren. Und das ist auf Russisch, aber hier ist wichtig, wirklich, wie die Wörter platziert sind. Im Russischen ist es nicht immer wichtig, aber in diesem Fall doch. So. Und es gibt noch eine andere Variante für Textelemente. Ja? Für Textelemente. Sie platzieren zum Beispiel hier in diese Aufgabe. Das kann man ziehen. Ja? Das kann natürlich mehr sein. Ja? Hier können Sie auch ein Video reinstellen, ein Bild oder ein Audiotext, ja? Und dann zum Beispiel Sätze wählen und danach den Inhalt des Videos hier reinschreiben. Und die Lerner bekommen dann im chaotischen Vorschau und sollen alles richtig dann selbst. Ja, das ist die richtige Reihenfolge. Weiter haben wir Kreuzworträtsel. Wie gesagt, Sie können jederzeit diese Kreuzworträtsel und dieses Kreuzworträtsel ändern, die Form anpassen und so. Nun zum Beispiel, wenn wir etwas ändern, ja, wenn wir hier zum Beispiel, wenn wir hier auf Deutsch dann arbeiten und noch etwas hinzufügen, Deutsch. So. Und die Lösung ist folgende. Ja. Und jetzt ist hier eine neue Variante. Ja. Wir können speichern. Wurde geändert und das Kreuzworträtsel soll erneut generiert werden. Ja, das geht so. Die Form können wir ändern, ja. So sehen Sie selbst, ja. Aber das geht leider nicht mit Deutsch und Russisch zusammen, deswegen soll ich wieder speichern, ja. Ein Wort passt nicht in Kreuzworträtsel, ja.
leider. So. Dann. Ohne Änderung bleibt diese Variante dann hier bei mir, ohne Deutsch, die wunderbare Sprache. So, was den Test betrifft, können wir zusammen machen, dass hier ist bereits ein Test und wir beginnen nicht den Test zu machen, sondern wir beginnen jetzt einen Test zu bilden, ja, zu erstellen, einen neuen Test. Erstellen ist einfach, wie gesagt, sogar sehr einfach. So. Zusätzliche Einstellungen sind wichtig für den Testprozess. Durchgangspunkt, wie viel Prozente? Nun lassen wir hier 60, wie es war. Versuchslimit, ja, das heißt, wie viele Male man dann diesen Test durchgehen soll, das, ja, Zeitlimit in Minuten soll sein oder wie Sie wollen, ja, Schlagwörter, wie Sie wollen, um besser zu finden, schneller, ja, und hier haben wir alle Kursübungen, das heißt, alle Übungen, die bereits in diesem Kurs, in Ihrem Kurs schon fertig sind. Die können veröffentlicht werden oder nicht veröffentlicht werden, aber bereits erstellt. Ja? Und dann nehmen Sie einfach und platzieren mit der Maus. Ja? So zum Beispiel. Ja. Und so ist der Test gespeichert und auf die Seite geht sofort auf die Seite. So, das sehen Sie hier. Der neue Test ist da, so, mit dem Zeitlimit und mit dem Anzahl, mit dem Versuchsverbrauch, was geht, hier versuchen, zweimal ist möglich in unserem Fall und das war früher einmal war möglich, ja, so, nun, zum Schluss möchte ich Ihnen einfach hier, ja, phonetisches Training noch einmal zeigen, ja, wie es aussieht. So bekommen die Lerner diese Übung zum Anschauen und danach kann man sich trainieren. Also das können Sie selbst ausprobieren, wie das geht. Nun, das finde ich eigentlich ja. Alles für die erste Bekanntschaft und wir lassen wahrscheinlich Zeit richtig, für ja. Freigabe Fragen. Freigabe ja? beenden, richtig, ja, ich mache das. Soll ich und die dann erste Frage von meinen Bildschirm von zurückmachen? Aus Ungarn, ja? Sie fragt, ich bin als Lehrer, aber kann keine so. Gruppenbilder. Ja. Was mache ich falsch? Und ich kann zeigen, was... Im Moment, ja, ich sehe, ja, ich sehe bereits Ihre Frage. Ja, als Lehrer können Sie noch keine Gruppen bilden super. Bis Monika jetzt, wollte ja, gleich. Weil diese Funktion nur nächste Woche dann impliziert auf dem Portal veröffentlicht wird. Also bis, ja. Nächste Okay. Woche, ja. Also nehmen Sie die Rolle Autor, dann können Sie Bilder machen, Gruppen bilden, ja, Gruppen ich habe jetzt in Ihrem Kurs können Sie und als ich Autor alles auch machen, zeigen, Sie was haben ich dann gemacht super habe. Rechte. Sekunde, ich habe noch Ja. keine Übungen gemacht, Studententable, ja, mein Kurs, wie heißt das jetzt Deutsch für dich? Warte mal, ich muss das jetzt... mich finden, wo ich bin. Ich habe ein komisches Bild gewählt, aber okay, gut. Ah, das ist das. Jetzt freigeben. So, jetzt zeige ich, was ich erstellt habe. Das war, während du gesprochen hast. Also, mein Kurs wird heißen Deutsch für dich. Ich habe 4 Seiten. Also, das Bild habe ich gewählt von meinem Kollegen aus Benin. Weiter. Kurz Zusammenfassung. Im Kurs diskutieren wir auf Deutsch über Aha. Aspekte der Themen. Ich möchte mit den Studenten sprechen über Arbeit, Studium, Freizeit. Okay.
Gut, dann wir werden lernen 4 Wochen, 4 Themen, Studentenleben, Alltag, Freizeit und Reisen, alles. Und jetzt werde ich Übungen machen, aber ich werde noch lernen. Vielen Dank, vielen, vielen Dank, liebe, liebe Kollegin. So, jetzt möchte ich Freigabe beenden, komme zurück und wirklich, das war super. Das war super. Wie findet ihr, liebe Kolleginnen, diese Inhalte? Oh, wir sehen nichts. Oh, das war schade. Das war wahrscheinlich zu schnell. Okay. Ja, aber wir können das wahrscheinlich später auf dem Portal sehen, ja, wenn Nadja dann den Kurs öffnet, ja. So. So, jetzt bitte ich Natascha, Mikrofon ausschalten. Ja, jetzt vielen Dank. Bei Natascha. Mikrofon. Entschuldigung, das war mein technisches Fehlerchen. Okay, Natalia hat uns jetzt gezeigt, wie man Online-Kurs auf dieser Plattform erstellen kann. Und die Frage bei Ingeborg gleich, Inhalte sind okay, aber wie kann ich mit dem Schüler gleichzeitig arbeiten? Ich denke, Ingeborg, hier geht es darum, dass du deine Inhalte erstellst und deinem Schüler gibst. Man kann natürlich, wenn du in Skype arbeitest oder das zeigen, aber ich denke, das könnte als deine Aufgabe für deine Schüler sein. Ja, und deine Schüler können mit deinen Inhalten jede Zeit arbeiten und dann kommen sie zu dir zum Unterricht und sie haben zum Beispiel diese Themen, die du bereits als Themen hast, trainiert. Verstehst du? Natascha fragt, man kann sich als Autor und als Lehrer registrieren. Wo ist der Unterschied? Richtig. Als Autor erstellst du die Kursen. Richtig, Natascha? Ja, Natascha nicke mit dem Kopf und mit dem als Lehrer kannst du, ja, stimmt. Ja, der Unterschied kommt bald, sagt Natalia. Aber findet ihr, dass ihr etwas probieren könnt, ich meine, eigene Inhalte erstellen? Ja? Meine Frage an alle.